Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum 22. GPL-Spieltag gegen den lieben Tim aka Fanmade Let's Play und seinem Regenteam. Ja, ich komme ganz schnell zur Teamanalyse. Ich habe mega Bibor mit, ich habe mein speziell defensives Grifeldes mit, mein speziell offensives Zaplarang, mein physisch defensives Brigaron und dann meine Standard-Sets für Slowking und Kryutak. Ich habe leider gerade nicht allzu viel Zeit, deswegen kann ich nicht allzu viel aufs Team eingehen. Aber wir sehen, er hat ein Regenteam und der Regen schützt natürlich das Amoongus und Panzer Aeron vor ihren Feuerschwächen. Ansonsten hat er sehr viele offensive Threats dabei und ja, ich will gar nicht lange drum rumreden, fangen wir direkt an. Es war tatsächlich ein sehr, sehr cooler und auch sehr, sehr spannender Kampf, wie ich finde. Wir fangen an, ich eröffne mit Jim the Knight, weil ich mir dachte, okay, damit sollte ich an allem von ihm relativ viel Schaden machen können, außer offensichtlich an Panzer Aeron. Ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass er Panzer Aeron reinschickt, weswegen ich einfach direkt auf die Kehrtwende gehe. Mega Entwicklung, Kehrtwende. Ich bin so oder so schneller als das tanzende Ananastier und kann deswegen einfach mega entwickeln und U-Turn und kriege damit dann ein Free Switch in auf. Ich glaube tatsächlich, ich bin direkt auf Krebutak gegangen. Ich glaube ja, ich glaube, ich habe hier tatsächlich direkt auf Krebutak gewechselt. Ja, genau. Denn solange er nicht gerade Wirbelwind hat, habe ich hier ein Free Setup mit Drachentanz. Er könnte bestenfalls vielleicht die Tarnsteine rauslegen oder so. Aber das wäre auch kein allzu großes Problem. Er geht aber tatsächlich direkt auf den Sturzflug, was mich überrascht hat. Ich hatte hier schon Angst, er ist offensiv. Trotz des Beulenhelms und nimmt mich damit raus. Aber nein, ich überlebe mit 63 HP. Und kann jetzt mit dem Abschlag das Ding rausnehmen. Und tatsächlich war Panzer Aeron eines der Pokémon, vor dem ich am meisten Angst hatte. Denn wenn es im Regen ist, habe ich nicht viele Chancen gehabt, es rauszunehmen. Aber so habe ich es direkt am Anfang mit einem Abschlag wegkriegen können. Und hier geht er jetzt auf Slice, seinen Kabutops. Und ich dachte mir, er wird einfach auf Wasserdüse gehen. Deswegen gehe ich hier auf Wasserdüse. Denn ich bin schneller. Mache noch gute 3/4 HP weg. Aber er ist tatsächlich auf Abschlag gegangen. Und ich hätte ihn outspeedet. Das war nicht schlecht, muss ich zugeben. Er hat vermutlich meine Prediction predicted, so wie ich Tim kenne. Gehe jetzt auf Jim the Knight, denn selbst wenn er hier auf die Wasserdüse geht, weiß ich, dass ich die wegstecken kann. Gehe hier jetzt auf die Kehrtwende und ja, auch wenn ich ihm damit die Switch Initiative gebe, habe ich ein Pokémon im Team, das alles von ihm relativ gut handeln kann. Nämlich... Na, wo bist du? Juggernaut, mein Brigaron. Er schickt Bueno Nacho rein und hier dachte ich mir, okay, wenn er offensiv ist, ein Eisstrahl könnte ich tanken, aber warum sollte ich das wollen, wenn ich genauso gut Elizabeth reinschicken kann, was alles um einiges besser ab kann. Er geht hier auf den Eisstrahl, relativ offensichtlicherweise. Und macht natürlich nicht viel Schaden, aber hier werden wir jetzt gleich sehen. Erstmal, er kriegt den Life Orb Recoil. Er geht auf den Gigasauger. Und crittet mich. Der hat mir, glaube ich, 150 Schaden gemacht. Das bedeutet, er hätte mir normalerweise 100 abgezogen. Wäre tatsächlich, je nachdem wie das mit dem Min-Max-Damage ist, so gar nicht mal so ausschlaggebend gewesen. Denn er hätte mich trotzdem getwo-shottet, wenn es nicht gerade in High-Roll war oder so. Aber ist es trotzdem ein bisschen nervig, hier durch den Crit ja zu viel Schaden zu nehmen. Ich gehe jetzt stattdessen auf mein Grifeldes. Er geht auf die Hydro-Pumpe, die nicht misst. Erste Hydro-Pumpe hat getroffen. Macht mir gruselig viel Schaden, aber ich war mir relativ sicher, dass ich drinnen bleiben und einfach aufs Toxin gehen kann. Denn ich müsste noch einen Eisstrahl überleben. Und genau das tue ich auch. Ich gehe hier jetzt einfach aufs Toxin. Ja, der Niesel fängt an. Gehe jetzt einfach aufs Toxin, vergifte das Ding. Und ich glaube, ich gehe hier jetzt auf den Abschlag oder wechsle ich hier aus? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, ich wechsle hier aus. Ja, nee. Er wechselt aus. Geht hier in Oleg. Sein Sumpex, genau, ich bin hier auf den Ruheort gegangen. Um mich wieder auf die vollen KP zu bringen. KP werden aufgefrischt. Er macht hier die Mega-Entwicklung offensichtlicherweise. Und ich bin hier, glaube ich, nochmal aufs Toxin gegangen. Um das Ding zu vergiften. Ja. Denn ich war mir recht sicher, dass ich ein Icy locker wegstecken müsste. Ich hätte sogar
eventuell zwei wegstecken kann. Ich glaube, er hatte eine 86%ige Chance, mich zu two-hitten. Deswegen war ich war ihm überlegen, gehe ich hier auf Ruheort oder nicht. Aber warum sollte ich das Risiko eingehen wollen? Wenn ich genauso gut auswechseln kann in Brigaron. Und Brigaron kann zwei IC betanken. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Ich habe auch immer noch den Spiky Shield da drauf. Er geht hier auf die Kaskade, die mir natürlich gar keinen Schaden macht, so ziemlich. Selbst im Regen. Heile mich hier durch die Überreste. Und ja, ohne den Regenboost hätte ich jetzt wieder fast volle KP. Er nimmt nochmal Schaden durch das Toxin. Und ich bin hier tatsächlich einfach auf die Seed Bombs gegangen, auch auf die Gefahr, dass er es predicted. Greift mich hier mit dem Eisstrahl an, ist in Ordnung. Seed Bombs kommen durch und damit ist sogar schon Megasumpex weg. Sieht zu diesem Zeitpunkt sehr, 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 sehr gut für uns aus. Muss ich zugeben. Ich krieg Heilung durch die Überreste wieder. Und ich bin ganz froh, dass Brigaron mal ein bisschen mehr Arbeit gemacht hat jetzt in den Kämpfen. Er schickt Bueno Nacho rein. Ich gehe hier auf die Schutzstacheln, einfach um zu scouten, was genau er machen will. Geht hier auf den Eisstrahl, okay. Kann er machen. Und an dieser Stelle hätte ich einfach auf die Seed Bombs gehen müssen, denn Gigasauger war eigentlich recht predictable. Oh, tut mir leid, da musste ich kurz niesen. Gigasauger war recht predictable. Und ja, ich überlebe zwar mit 13 HP. Aber er kriegt sich jetzt wieder hochgeheilt. Und ich kann nicht mehr viel machen, als Elizabeth hier zu opfern, was echt, echt dumm war. Ich hätte, glaube ich, auch einfach auf Mandibuzz wechseln können. Das hätte noch. Ich weiß nicht, ob es den Eisstrahl noch getankt hätte, aber zumindest hätte es den Gigasauger besser weggesteckt. Hier lässt der Regen dann endlich mal nach. Ich kann Mega Bibo reinschicken. Und ich glaube, ich bin hier auch einfach auf den Gift-Heap gegangen. Denn nichts, was er noch im Team hat, möchte den Gift-Heap von mir tanken. Ja, genau, geht hier jetzt in Delicious, sein Moongus. Und ich kann einfach mit dem Gift-Heap draufhauen. Ich glaube nicht, dass er es physisch defensiv spielt, denn dann wäre es kein Two-Hit geworden, denke ich. Kann hier einfach mit zwei Gift-Heaps draufhauen und Amoongus rausnehmen. Delicious Gegner wurde besiegt. Er schickt wieder Menizel rein und ein Gift-Heap würde hier nicht für einen One-Hit ausreichen und ich wollte mir Mega Bibo gerne aufbewahren. Aber ganz ehrlich, ich hätte hier noch nicht auf Kehrtwende gehen dürfen. Ich hätte hier seinen Regen ausdollen müssen, solange ich kann. Ich hätte hier einfach erstmal aufs Schutzschild gehen müssen, um eine Runde auszustollen. Dann hätte ich immer noch auf Kehrtwende gehen können. Im Nachhinein wäre das weit schlauer gewesen, aber naja, man. Hinterher ist man immer klüger und so, ne? Ich wechsle hier jetzt in Juggernaut, in meinen Brigaron, heile mich ein bisschen hoch, regeneriere ja noch ein paar KP durch die Überreste. Endet weiter Schaden durch das Toxin und hier möchte ich ihn jetzt gerne so weit runterstollen, wie ich kann. Gehe deswegen hier auf die Schutzstacheln. Während er nochmal aufs. Ne, gar nicht, geht auf den Eisstrahl. Ich heile mich nochmal ein bisschen hoch. Und hier gehe ich jetzt nochmal auf die Schutzstacheln. In der Hoffnung, dass ich den Double Protect bekomme. Aber leider nein. Leider, leider nein. Er geht hier auf den Eisstrahl und nimmt damit Brigaron raus. Brigaron, du hast alles getan, was du solltest. Eigentlich wollte ich, dass du nur, dass du Megasumpex rausnimmst und das hast du getan. Ich bin stolz auf dich. Er stirbt jetzt hier am Toxin. Und hat jetzt, glaube ich, nur noch sein Kapaloris? Ich glaube ja. Und hier wusste ich jetzt aber, dass Kabaloris mich outspeedet. Ich dachte hier, er geht hier übrigens auf die Hydropumpe, die er auch nicht misst. One-shottet mich. Habe ich nicht mit gerechnet. Sag ich ganz ehrlich, ich dachte, ich überlebe eine, selbst im Regen. Und ja, hier nimmt er ein bisschen Life-Orb-Recoil. Und hier jetzt auch wieder, ich hätte vielleicht. Ja, er misst wieder keine Hydropumpe. Ich hätte mit Bibor die eine Runde gegen das Quaxo ausdollen müssen. Hätte ich die Endrunde gegen Quaxo ausgestallt, dann hätte der Kampf noch ganz anders ausgehen können. Denn ich habe jetzt nur noch Mega Bibo, er hat nur noch Kapaloris. Ich gehe jetzt aufs Schutzschild, denn ich dachte mir, okay, sein Regen müsste jetzt eigentlich bald mal ablaufen. Aber nein. Er bekommt tatsächlich hier noch die eine Runde. Ich hätte hier auch nochmal ein Double Protect versuchen sollen. Aber ich hatte gehofft, vielleicht hat er nicht volles Speed Investment und ich outspeede ihn. Leider nein. Leider, leider ist dieses Match damit 1 zu 0 für Tim ausgegangen. War aber trotzdem ein unheimlich geiles Match. Ich bereue es nicht.
Hätte ich eine Runde mehr mit Bibo ausgestallt, dann hätte ich das Match gewonnen. War ein dummer Fehler. Der Crit am Anfang hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich zugeben. Der Crit gegen Lasho King. Aber hey, war ein geiles Match. Danke dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin der Kuchenjäger. Bis dahin und tschö tschö.